Hallo, hallo. In diesem Video möchte ich dir ganz kurz zeigen, was sich so immer im Kamerarucksack befindet. Und zwar wirklich im Kamerarucksack, nicht in der Studiotasche und so weiter, sondern wirklich rein im Rucksack. Das heißt eigentlich Ausrüstung, die ich immer mit habe. Zwar nicht immer alles brauche natürlich, aber für den Notfall einfach alles mit habe. Im hinteren Teil der Tasche ist drinnen entweder ein Tablet oder das Notebook, um direkt beim Kunden oder vor Ort Fotos anzusehen und zu bewerten, zu besichtigen. Dann sind hier drinnen Modelverträge, auch ein kleiner Notizblock, natürlich jede Menge Fussel. Modelverträge, kleiner Notizblock, um sich einfach Notizen zu machen während einem Shooting. In der kleinen Tasche vorne, griffbereit, ist drin eine kleine Graukarte. Brillenputztücher, so viel zum Thema Sensor reinigen. Auch mal noch für eine andere ältere Kamera. Connection Kit fürs iPad, für die Kamera. Und auch ein paar selbstgemachte Diffusoren für den Aufsteckblitz und auch noch Ersatzspeicherkarten. Im großen Hauptfach sind drinnen Ersatzobjektivdeckel, Kugelschreiber und dann eigentlich das Interessantere, das Hauptfach hier, der große Bereich. Hier sind meistens eigentlich immer zwei Kameras drinnen, zwei Kameras mit zwei Objektiven. Das heißt eher ein weitwinkeliges Normalbrennweite und dann leichter bis größerer Telebereich, immer hier drinnen. Ein bis zwei Aufsteckblitze, ein kleinerer und ein größerer. Jede Menge Batterien und Akkus für die Aufsteckblitze. Datenkabel, hin und wieder sehr hilfreich. Mindestens ein Ladegerät. Ich habe zwei Kameras, eines mit Batteriegriff. Sind immer drei Akkus, die mit sind. Meistens natürlich mehr. Da kann natürlich auch sein, dass zwischendurch dann trotzdem mal ein Akku leer ist, beziehungsweise einer zu wechseln ist, wenn man die Möglichkeit hat, zwischendurch zu laden. Warum nicht? Das kleine 50 mm Objektiv, Lichtstärke 1,8, immer gut zu brauchen, hin und wieder ganz gute Fotoeffekte, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen, immer eigentlich drinnen. Im vorderen Bereich, abgesehen vom Riesenchaos, eine Warnweste. Nicht lachen braucht man öfter, als man glaubt. Gerade wer in Städten fotografiert oder in der Stadt oder Auftragsarbeiten bei Kunden durchführt, Industriegelände, was auch immer, ist das oft auch vorgeschrieben und meistens aber auch sehr hilfreich, wenn man wirklich mit Warnweste unterwegs ist, gerade neben der Straße und so weiter. Immer mit. Dann das kleine Stativ, der Gorillapod, immer ein kleines Helferchen. Visitenkarten, ganz professionell mit, aber auf jeden Fall Visitenkarten mit. Ganz toll auch bei Veranstaltungen, die sind dann natürlich nicht mehr in der Tasche, sondern einfach schnell eingesteckt und wenn jemand fragt, schnell mal ausgeteilt. Was haben wir hier noch? Gate-Verschluss. Der ist sehr hilfreich für den Aufsteckblitz, um den hier einfach zu erweitern, um dann hier eventuell Diffusoren oder andere Reflektoren zu montieren. Einfach schnell rüber. Und raufgeklettert, funktioniert wunderbar. Und dann gibt es hier auch zum Beispiel so kleine Diffusoren oder so kleine Plättchen, die man sich ganz schnell vorne montieren kann. Funktioniert sehr gut. Was ist noch drinnen? Ja. Noch mehr Batterien, jede Menge, ein Reinigungsset für Objektive und ein Reinigungsset für den Sensor. Wenn wirklich zwischendurch mal schnell etwas zu reinigen ist und wenn ein Raum zur Verfügung steht, wo man das machen kann, auf jeden Fall zu empfehlen. Naja, das war es eigentlich schon. Kleinigkeiten, die man immer mit hat, die schnell verstaut sind,
sehr oft auch, die wenigsten denken daran, es hat auch noch immer Platz eine kleine Getränkeflasche. 0,5 Liter, kleiner Drink zwischendurch, auch im Winter vielleicht wärmerer Tee oder wärmere Flüssigkeiten. Im Sommer natürlich etwas Flüssigkeit, ist doch auch anstrengend. Naja, so viel zu dem kleinen immer mit dabei Set im Fotorucksack. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.